Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen erneut zu dieser Veranstaltung. Das ist die 11. Seit 11 Jahren also findet das statt und eben in diesem Gebäude der Universität, in dessen Namen ich mir erlaube, Sie ganz herzlich zu begrüßen. Sie wissen ja, dass es ein gemeinschaftliches Ding ist, Berner Fachhochschule und die Universität Bern, die das hier veranstalten. Ja, es freut mich, dass Sie so zahlreich heute hierher gekommen sind. Es ist ja ein langer Sommer hinter uns. Es ist gerade noch Sommer. Dieser Termin übrigens ist ja immer dadurch bedingt, dass sehr bald, eben in den nächsten Wochen, die Prüfungsphase an der Universität Bern anfängt und dann sich etliche Studierende dann für die zweiten Prüfungen ganz ernsthaft über Klausuren beugen werden. Das hingegen bleibt Ihnen heute erspart. Und ich hoffe, dass Sie sehr viel angenehmere und trotzdem lehrreiche Erfahrungen dann machen werden und mit nach Hause nehmen können. Ich habe vor kurzem eben einen Artikel gelesen, kaum ist man aus den Ferien zurück, dann gibt es eben, den Begriff war mir neu, den Postferienkater. Ja, das war also eine Kolumne von der Barbara Fleisch, der Postferienkater, und es gab auch ein paar Rezepte dagegen, und ich überlasse Ihnen dann die Lektüre nachzuschauen, was Ihnen Barbara Fleisch als Rezeptur gegen diesen Kater, den Sie vielleicht fühlen oder eben auch nicht fühlen, zu Gemüte führt. Ich aber rate Ihnen eben, diese Konferenz ist ein Rezept gegen diesen Postferienkater, denn eben nicht immer nur E-Mails zu studieren, auch nicht während der Konferenz vielleicht laufend, und eben noch einmal interessante Neuigkeiten in der sich entwickelnden Welt der IT-Beschaffung abzuholen. Und das ist ja der Sinn dieser Konferenz, eben mit dem Titel Make or Buy. Sie haben es gelesen und dann werden Sie sich vielleicht gewundert haben, weil wenn Sie IT-Beschaffung, dann sollten Sie eigentlich an Buy denken. Wenn Make ist, dann sind Sie eigentlich hier im falschen Film. Und dennoch, wenn Sie ein bisschen Geduld haben und eben auf die Zeit nach dem Mittagessen warten, wird Ihnen vielleicht der tiefere Sinn dieses Wortspiels enthüllt werden. Ich lasse also die Spannung ein wenig im Raume stehen, ja, für Sie, für uns alle, und würde sagen, ich übergebe, damit wir nicht aus dem Zeitplan kommen, an Matthias Stürmer, der Sie durch das Programm geleiten wird. Matthias. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einführung mit dem Postferienkater. Das finde ich, ist wirklich ein gutes Motto, weil ich denke, wir sind alle hier zurück im Business, in der Bühne. Ja, es ist die 11. Beschaffungskonferenz. Meine Motivation, mich schon lange mit dem Thema zu beschäftigen, kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, weil ich mich mit so IT-Freihändern befasse. Und da habe ich wieder mal heute Morgen überlegt, ja, was könnte man da Neues anschauen? Zum Beispiel die Statistik auf IntelliProcure. Wo stehen wir da heute? Firmen, IT-Firmen leisten einen wichtigen Beitrag zu der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung. Aber dennoch, finde ich, sollten die Firmen nicht ihre Abhängigkeit ausnutzen. Und wir sind leider immer noch schon vor 11 Jahren, wo wir das gestartet haben mit den IT-Freihändern für Microsoft, sind wir jetzt immer noch bei 45% Freihänderanteil, wenn man das so anschaut, diese IT-Trendlinie. Und im Gesamten sind es eigentlich nur 20%. Also von dem her haben wir immer noch weit überdurchschnittlich viele IT-Freihänder. Das ist so das eine Thema, das mich beschafft. Und was sind die Folgen davon? Genau, Beschaffung oder eben keine Beschaffung oder eben die Abhängigkeit der Firmen, das werden wir heute auch wiederum einige Male hören. Gerade gestern im Inside IT beispielsweise, dass eben SAP, wir haben ja auch ein paar SAP-Speaker heute unter uns, immer so dieses Spannungsfeld oder zwischen Anbieter, Bezüger und eben die Berater dazwischen. Da haben wir ein sehr spannendes Spannungsfeld dazwischen. Und hier im jüngsten Beispiel, SAP erhöht die Preise. Warum? Ja, weil die Cloud immer komplexer wird und weil es da immer mehr Aufgaben zu lösen gibt. Das werden wir auch heute hören. Cloud-Beschaffung ist ein Thema. Von dem her werden wir, glaube ich, einiges zu diskutieren haben heute an diesem Tag. Noch ein paar organisatorische Details. Wer ist verantwortlich für das Programm von heute? Das sind diese veranstaltenden Organisationen, die Berner Fachhochschule,
die Universität Bern, Schweizerische Eidgenossenschaft, die Bundesverwaltung, ganz zuvor das die DTI, die da mitgewirkt hat im Programm, die Digitale Verwaltung Schweiz und dann die Verbände CA Open und Swiss ICT. Vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben in der Programmgestaltung. Wie finden Sie sich gut durch den Tag? Wahrscheinlich viele von Ihnen haben sie schon heruntergeladen, unsere Open Source Event App. Die können Sie jetzt hier auch mit Ihren QR-Codes vom Bildschirm herunterladen. Also wenn Sie das genau so wie der Herr da vorne das scannt, optimal, können Sie sich dann im Programm so zurechtfinden und finden genau den Raum und auch die Speakers, die entsprechend am richtigen Ort sind. Und noch ein zweiter kleiner Hinweis, Sie sehen unten rechts den Hashtag IT-Beschaffung. Das sind für alle, die Twitter unter uns benutzen. Drüben bei Twitter können Sie quasi mit dem Hashtag IT-Beschaffung sich verknüpfen. Das geht auch bei Instagram oder LinkedIn und vielleicht sogar bei TikTok, keine Ahnung. Also von dem her, ich freue mich auf sehr viele interaktive Medienbeiträge aus dem ganzen Tag.